Ja, was lange währt, wird endlich gut. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Minister, ich habe sogar, glaube ich, in der Debatte mitgekommen, dass sogar Frau Oldenburg dabei ist, diesen Weg weitestgehend mit zu unterstützen und Antrag zum Anlass nehmen, die Diskussion vorzuführen. Ich glaube, das haben wir auch in der letzten Debatte im letzten Jahr deutlich gemacht, dass wir jederzeit bereit sind, da im Ausschuss auch im Rahmen der Selbstbefassung darüber zu diskutieren. Wir hörten ja auch vom Minister, dass das da schon weitergegangen ist. Insofern, glaube ich, ist das dort der richtige Weg. Ich weiß jetzt nur nicht, ob Sie der Überweisung zustimmen wollten oder nicht. Gut, da unterscheiden wir uns dann doch. Ich glaube, wir haben ja, und da haben Sie ja auch viel zu beigetragen, Frau Oldenburg, gemerkt, dass das gar keine wirkliche Diskussionsgrundlage ist. Es geht ja um zwei schwerwiegende Punkte. Einmal die sogenannte Gleichstellung der Landkreise und kreisfreien Städte. Und da haben ja eigentlich alle, der Minister und auch Herr Butzki, dargestellt, dass, wenn wir das so machen, wie das bei den Grünen im Gesetzentwurf steht, wir zu allem anderen kommen, aber nicht zu einer Gleichstellung. Hier ist ganz klar, wir müssen zunächst die Datenlage, die muss klar sein. Die kreisfreien Städte müssen örtlich zuständige Schulen festsetzen und wir müssen wissen dann, welche Schüler, was die Grundschule betrifft, wohnen im 2 Kilometer Abstand oder haben einen längeren Schulweg als 2 Kilometer und in den weiterführenden Schulen länger als 4 Kilometer. Und wenn das klar ist, dann können wir auch zu Lösungen kommen und müssen uns darüber unterhalten, was ist da sinnvoll. Und ich glaube auch wie der Minister, dass das auch in den kreisfreien Städten nicht allzu viele Schüler betreffen wird. Und das Zweite, auch darüber haben wir schon öfter gesprochen, ist der finanzielle Ausgleich, wenn man eine nicht zuständige Schule besucht. Da sind wir zunächst auch im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung und mein Kollege Ritter hat mich ja darauf hingewiesen. Wir haben ja beide mal gemeinsam im Landkreis Demmin für eine sehr, ich will es progressive Lösung gesorgt. Das war damals die Fraktion Die Linke, / Bündnis 90 Die Grüne, wenn ich das erwähnen darf, und CDU, ganz zum Missfallen auch unserer Verwaltung, die ja damals auch aus Linke und CDU bestand, da haben wir damals dafür gesorgt, dass wenn Schülerverkehr eingerichtet ist und der auch an Schulen in freier Trägerschaft vorbeifährt und dort ein Schülerverkehr eingerichtet ist, dass dort alle Schüler mitfahren können. Diese Regelung ist in etwas abgewandelter Form auch in den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte übernommen. Und ich glaube, da sind vor Ort die Akteure dann auch frei, hier zu entscheiden, wie wollen sie das in den Einzelfällen gestalten. Aber dass wir das grundsätzlich zur Pflicht machen, da müssen wir dann tatsächlich über Finanzierung reden. Da müssen wir über das Finanzausgleichsgesetz reden oder halt über eine Mehrbelastung des Haushaltes, weil ich auch nicht glaube, dass wir immer mehr Vorwegabzüge aufblähen können im Finanzausgleichsgesetz, weil wir solche Wünsche haben und für die Schlüsselmassen dann vor Ort weniger Geld übrig bleibt. Das, glaube ich, ist der falsche Weg. Und deshalb glaube ich, der Minister hat es gesagt, er hat die kreisfreien Städte angeschoben. Wir sind dort bei der Klärung der Datengrundlage und wollen uns dem Problem stellen. Ich freue mich da auf die weitere Debatte, aber wir sehen als CDU-Fraktion Ihren Gesetzentwurf als handwerklich nicht so günstig gemacht an und glauben auch nicht, dass er... Ich bin halt ein freundlicher Mensch, Frau Seemann, und insofern bemühe ich mich, das auch rüberzubringen. Ist das für uns keine Diskussionsgrundlage und deshalb werden wir auch der Überweisung nicht zustimmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.